Puh, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil ich mich da erstmal ausschließe. Nein! Nein, nein, nein. Also ich will, es gibt, guck mal, ich beurteile ja Musiker genauso wie meine Kollegen jetzt in erster Linie vom Können. Insofern alles andere müssen andere beurteilen. Okay. Es ist natürlich David Garrett, auch wenn er es nicht so gern hört, aber er schaut einfach gut aus und spielt auch noch gut Gitarre. Sein Konzert in Gitarre ist auch gut. Das lassen wir jetzt aber so. Es ist natürlich David Garrett, auch wenn er es nicht so gern hört, aber er schaut einfach gut aus und spielt auch noch gut Gitarre. Sein Konzert in Gitarre ist auch gut. Das lassen wir jetzt aber so. Aber sowas von. Wir machen das jetzt, ziehen das jetzt zusammen durch. Sein an einem Strang. Konzert in Wien am 4. Mai und zwar sein Geigenkonzert. Das ist in Chemnitz. Oh, aber wir Scheiße. Spielen am 30. hier auch in der Stadthalle. Am 31. Das ist aber mit vielen Fehlern durchhaftet hier, das Instagram-Post. Er verwirrt mich total. Also David. Gar nichts damit zu tun. Am 31. Mai spielt David Garrett auf der Geige, nicht auf der Gitarre in Wien. Das wäre mir wichtig. Bei der Gitarre fühle ich mich noch nicht so ganz wohl. Also das dauert vielleicht noch 2-3 Monate, bis das funktioniert. Okay, also vielen Dank, David, für deine Geduld. Und das ist gar kein Problem. Das ist alles schiefgegangen, gell? Nein, überhaupt gar nicht. Ich finde, diese Fehler, die machen auch eine Situation schön und menschlich und spontan. Und das ist auch viel lustiger, wenn man das so lässt.